Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu den deutschsprachigen Nachrichten aus Ungarn. Mein Name ist Aaron Schmidt. Das Aufrechterhalten einer engen und effizienten wirtschaftlichen Kooperation mit der Türkei sei im Interesse Ungarns, sagte der Minister für Außenwirtschaft und Auswärtige Angelegenheiten nach dem Empfang des türkischen Ministers für Industrie und Technologie in Budapest. Peter Szijjártó betonte, zur Erweiterung des Handelsumsatzes stellte die ungarische Eximbank einen Kreditrahmen von 220 Millionen US-Dollar bereit. Gleichzeitig wurde mit der Vorbereitung einer Zollvereinbarung begonnen und auch die beidseitige Rückerstattung der Mehrwertsteuer ist in Kraft getreten. Der Minister hob hervor, für Ungarn sei es wichtig, dass Erdgas über neue Wege aus dem Süden beschafft werden kann. Deshalb rechnet die Regierung auch mit dem Export von Erdgas über die Türkei nach Europa. Aufgrund des mit Serbien und mit Gazprom abgeschlossenen Vertrags wird die ungarische Regierung im September das Kapazitätsbuchungsverfahren der Gasleitung, die über die serbisch-ungarische Grenze führt, ausschreiben. Außerdem wird damit gerechnet, dass die aus Aserbaidschan über die Türkei geführte Leitung, auf der bald erhöhte Gaskapazitäten zur Verfügung stehen soll, demnächst bei der Gasversorgung Zentraleuropas auch berücksichtigt werden könnten. Ungarn unterstütze weiterhin die Erweiterung der Europäischen Union, sagte der Minister für Außenwirtschaft und Auswärtige Angelegenheiten in Tirana. Peter Szijjártó sagte in der albanischen Hauptstadt, es sei bedauerlich, dass der Termin für Beitrittsgespräche mit Albanien und Nordmazedonien von den EU-Außenministern vorige Woche verlegt wurde. Der Politiker meinte, es sei inakzeptabel, dass man mit der Aufnahme der Beitrittskandidaten in die Europäische Union bis 2025 warten müsse. Szijjártó fügte hinzu, Ungarn würde mit Albanien bei der Eindämmung der illegalen Migration weiterhin eng zusammenarbeiten. Es stehe im Interesse Europas, dass die östliche und die westliche Hälfte des Kontinents zusammenarbeite. Darüber sprach Tomáš Mencer gegenüber den öffentlich-rechtlichen Medien nach seinem Treffen mit dem Vizeaußenminister Weißrusslands in Minsk. Der Staatssekretär im Ministerium für Außenwirtschaft und Auswärtige Angelegenheiten sagte, im Laufe der Geschichte habe Zentraleuropa aufgrund der Konflikte zwischen dem Westen und dem Osten viele Nachteile erlitten. Deshalb bezeichnete er die östliche Partnerschaftspolitik der EU, die unter anderem eine wirtschaftliche Integration sowie eine enge politische Kooperation mit Weißrussland vorsieht, als besonders wichtig. Es steht in unserem wirtschaftlichen und Sicherheitsinteresse, dass es zwischen dem Westen und dem Osten eine Zusammenarbeit gibt. Aus diesem Grund unterstützen wir die EU bei ihrer Politik der östlichen Partnerschaft und befürworten eine Stärkung dieser Kooperation. Die Hitzewelle bahnt sich derzeit ihren Weg auch durch Ungarn. Dabei muss besonders auf ältere Menschen und Säuglinge aufgepasst werden. Im Zoo von Budapest war es heute am heißesten im ganzen Land. Dort wurden 35,9 Grad gemessen. Nur 0,2 Grad fehlten für einen Wärmerekord. Der Höhepunkt der Hitzewelle wird für morgen mit brütend heißen Temperaturen um die 37 Grad erwartet. Das alljährliche Volt-Festival in Sopron ist bereits voll im Gange. Prominente Musiker gaben sich schon am Vormittag die Klinke in die Hand. 5 Tage lang warten fast 200 Programme auf die Festivalbesucher. Der größte Andrang wird für den heutigen Tag erwartet. Denn heute finden die Auftritte der Bands Papa Roach, Cypress Hill und auch The Slipknot statt. So sah das Camping des Volt-Festivals Mittwochvormittag aus. Zelte, soweit das Auge reicht. Mit riesigen Gepäckstücken und Zelten nahmen die Feierlustigen das Festivalgelände in Besitz. Das Haupteingangstor konnten die Festivalbesucher genauso wie in den vergangenen Jahren nach einer strengen Sicherheitskontrolle passieren. Die meisten von ihnen kehren regelmäßig zurück und sind mittlerweile Stammgäste des Sopronner Festivals. Nicht nur am Festivalgelände, sondern in ganz Sopron wimmelt es nur so von Festivalbesuchern. Die Unterkünfte der gesamten Region sind dementsprechend seit Monaten restlos ausgebucht. Auch das Ausgebucht-Schild könnte durchaus aufgestellt werden. Die pfiffigen und erfahrenen Volt-Besucher reservieren einen Großteil der Unterkünfte bereits im Dezember und Januar. Im Februar und März ist dann bereits 70-80% der Stadt ausgebucht, sagt der Geschäftsführer eines örtlichen Online-Buchungsportals. 5 Tage lang werden die Festivalbesucher mit fast 200 verschiedenen Programmen unterhalten. Am meisten werden die Auftritte von Stars wie Slash, den Black Eyed Peas und Robin Schulz erwartet. Mittwochabend werden Papa Roach, Cypress Hill und Slipknot die Hauptbühne gehörig einheizen.
Während des Urlaubs gibt es ein hervorragendes Ausflugsziel am Nordufer des Balatons. Die Ruine eines Klosters im Wald zwischen Schorlfeld und Abrahamhegy. Die Pauliner, genannt auch der Orden des heiligen Paulus, ist der einzige Orden, der in Ungarn gegründet wurde und seit 1250 immer noch besteht. Die Ruinen von Schorlfeld gehören zu den im besten Zustand erhaltenen Ruinen Ungarns, aber auch im restlichen Karpatenbecken gehören sie zu den Seltenheiten. Der Stadtteil um den Mühlteich von Topolzer mit seinen im mediterranen Stil erbauten Häusern zählt zu den stimmungsvollsten Bezirken des Landes. Der Kirchberg wurde noch im 5. Jahrhundert vor Christus besiedelt. Hier entstand auch das Zentrum der Stadt im Mittelalter. Aus dem Mühlenteich fließt der Bach Topolzer Richtung Siegliert. Dort mündet er in den Balaton. Das Karstwasser des Teiches hat das ganze Jahr über eine Temperatur von 18 Grad. Sie sahen die Nachrichten aus Ungarn. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.